Okay. Oh. Ja, herzlich willkommen. Freut uns, dass so viele dabei sind. Haben schon gesehen, sind schon einige auf YouTube da. Genau, beim Talk da heute von Matt Breaker. Das Thema ist grob Anmeldung und Lernplan. Wir werden aber versuchen, da, weil wir auch auf Insta teilweise Fragen bekommen haben, die in eine andere Richtung gehen, dass wir auch die gescheit beantworten. Ihr habt auch die Möglichkeit, da in den Chat hineinzuschreiben. Die Alex im Hintergrund wird da auch bisschen mithelfen und die Fragen beantworten. Falls was übrig bleiben sollte, beziehungsweise wenn es gerade zum Thema passt, werden wir es übernehmen. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir zwei da eben nicht alle Fragen direkt übernehmen können, einfach weil wir schon einige auf Instagram bekommen haben und das sonst zeitlich ein bisschen eng werden würde. So, Genau. ja, wir würden uns gern noch kurz vorstellen, bevor wir da loslegen. Mein Name ist Max, ich studiere Medizin in Wien an der MedUni, eh zusammen mit der Linda. Genau, ich habe den MedApp zweimal geschrieben. Das erste Mal direkt nach der Matura. War gar nicht so schlecht, aber da werden wir nachher dann eh noch drauf näher zu sprechen kommen. Und dann das Bundesheer gemacht in Wien bei der Garde und dann eben den MedApp nochmal geschrieben. Und seit Oktober studiere ich jetzt in Wien. So, damit übergebe ich mal an die Linda. Magst du mal vorstellen? Auch von mir, ich bin die Linda. Ja, wie gesagt, ich studiere jetzt auch an der MedUni Wien. Ich habe den MedAt einmal geschrieben. Ich habe davor aber schon was anderes studiert. Also habe jetzt auch erst mit 24 begonnen zu studieren. Da bin ich bei weitem nicht die Einzige, die erst später startet. Und genau, das ist jetzt bin ich bei MedBreaker. Mache das noch so nebenher. Und ja, das wäre so das Wichtige über mich. Gut, vielleicht, dass man noch ein bisschen nämlich, dass ihr wisst, mit wem ihr da quasi zu tun habt, was wir bei MedBreaker machen. Also ich bin Kurstutor einerseits, auch noch bei der Masterclass tätig. Das ist neu dieses Jahr, wo eben Top-Platzierte quasi direkt nur die Strategien unterrichten. Genau, Linda. Genau, ich habe jetzt eher nichts mit den Kursen zu tun. Ich kümmere mich eher um so projektbezogene Dinge, so ein bisschen alles, was so im Hintergrund läuft. Ja, genau. Hat damit zu tun, dass ich davor, ich habe BWL studiert und ja, das hat ganz gut dann gepasst. Ja, Ja. und wir haben ja schon gesagt, das Überthema heute ist ja eben die Vorbereitung. Deswegen werden wir jetzt eher nicht so auf Fragen spezifisch zum Test eingehen. Es kann auch gut sein, dass wir nochmal einen Talk halten werden, dann, wenn es eher zu Test geht, wo dann solche Fragen eher drankommen. Genau, nur dass ihr wisst, wir sehen die Fragen, aber es kann halt jetzt heute nicht anders beantwortet werden. Ja. Genau, ja, voll. Also vielleicht noch kurz zum MedBreaker, werdet ihr ja eh alle kennen. Eben, wir sind eine Vorbereitungsfirma. Uns gibt es seit 2013 mittlerweile, also sehr lange. Da war ich auch noch in der Unterstufe. Genau, und wir sorgen halt dafür, dass ihr möglichst vorbereitet in den Test hineingeht. Wir versuchen euch halt zu versorgen mit Strategien, eben auch jetzt kostenlos über diesen Talk hier, dass wir da euch möglichst viel halt weitergeben können, auch was uns damals geholfen hat. Jetzt vor allem bei der Linda und bei mir, wir sind ja quasi brandaktuell da, noch was das Thema angeht. Wir waren vor einem Jahr genau in der Situation, wo ihr jetzt heute auch drinnen steckt. Im März letzten Jahr, kann ich mich noch erinnern, habe ich circa angefangen. Genau. Und wir wollen euch da einfach das mit auf den Weg geben, was wir zu der Zeit gerne gewusst hätten, was auch unsere Fehler ein bisschen waren, in der Vorbereitung vielleicht. Genau. Inna, magst du noch was sagen oder starten wir da gleich rein? Ja, ich würde sagen, können wir direkt starten. Also, ist ja schon gesagt, jetzt vor einem Jahr, glaube ich, habe ich auch begonnen. Wohl Ende März war es bei mir erst. Ja, ich weiß auf jeden Fall, ich war da ziemlich aufgeschmissen. Es war, ich habe es ja auch das erste Mal geschrieben. Also, ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, wo ich da reinlaufe. Hätte ich es vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich mir einen Stress gegeben hätte. Aber naja, gut, hatte geklappt. Vielleicht, Aber. dass wir da gleich die erste Frage mit reinnehmen. Und Ja. zwar, wir haben ziemlich oft die Frage bekommen, wie lange sollte man lernen, wie lange haben wir uns vorbereitet, wie viele Monate, wie viele Stunden täglich. Magst du da anfangen, Linda? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war in der guten Situation, dass ich ehrlich gesagt, jetzt natürlich auch Corona-bedingt war, dass nichts anderes nebenher gemacht habe. Deswegen habe ich eigentlich nur gelernt tatsächlich, also bestimmt so 8 Stunden am Tag. Dazu muss ich aber sagen, also ich habe erst Ende März begonnen und damals dachte ich ja noch, der Test wäre, ich glaube Mitte Juli war das. Der wurde ja verschoben, der Test. Ich weiß nicht mehr genau, wann das geplant war. Er war geplant, also ist ja immer geplant, eigentlich Anfang Juli, Ja. halt am 1.
Freitag quasi nach der Zeugnisvergabe in der 7. Klasse und so weiter. Dieses Jahr ist er ja auch verschoben, also beziehungsweise halt an dem Termin, aber eben später, also die Jahre davor war, mit Ausnahme jetzt von 2020. Genau. Aber ich würde das eigentlich als Chance sehen für euch. Ich weiß noch, keine Ahnung, wie es bei dir damals war, Linda, aber bei uns, wo eben dann die Meldung kam, ja, der Medat ist verschoben und findet jetzt über einen Monat quasi später statt. Also eigentlich sollte es der erste Gedanke natürlich, der einem kommt, und ist ja auch menschlich irgendwie, jetzt habe ich mehr Konkurrenz, weil die Konkurrenz länger Zeit hat, sich vorzubereiten. Ich würde das Ganze aber gerne irgendwie ein bisschen umdrehen. Also denkt euch nicht irgendwie, ja, jetzt haben alle mehr Zeit, sondern denkt euch ganz einfach, ich habe jetzt mehr Zeit. Und ich habe jetzt mehr Zeit, dass ich quasi das perfektionieren kann auch irgendwo, was ich noch nicht so gut kann, wo ich noch die Schwächen habe. Genau. Ja, genau. Ich weiß auch jetzt nochmal zum Thema, wann soll man anfangen zu lernen. Ich war damals ein bisschen eingeschüchtert, als ich mich Ende März erst dazu entschieden habe, anzufangen zu lernen, weil ich so oft gelesen habe, ja, ich habe schon im November, im Dezember begonnen und so weiter. Und ja, also ich würde mal sagen, das ist nicht nötig. Also wenn ihr jetzt erst anfangt zu lernen und euch dazu jetzt erst entscheidet, ich meine, die Anmeldung geht da jetzt auch erst seit dem 1. März, seid ihr auf jeden Fall nicht zu spät dran. Das ja, ist noch genug Zeit. Da müsst ihr echt gar keine Sorge haben. Ja. Also da würde ich vielleicht, oder magst du was sagen? Nee, alles gut. Passt, ja, dann schließe ich da nämlich gleich an, weil wir wollen euch da eigentlich wirklich sehr offen halt entgegentreten. Ich weiß noch, wo ich nämlich letztes Jahr bei verschiedenen Talks dabei war zum Thema Medat, dass da manchmal ja ungern drüber gesprochen wird, wie viel man jetzt wirklich gelernt hat. Die Linda hat schon gemeint, so circa 8 Stunden täglich. Bei mir, ich weiß, es war auch nicht viel weniger. Also dadurch, dass ich im Corona war, ich wollte nach dem Bundesheer zwar nebenbei arbeiten. Das hat sich dann aber erledigt gehabt, weil eben keine Jobs draußen waren durch die Pandemie dann. Und dann habe ich mich halt auch hingesetzt und eigentlich täglich, mit ein paar Ausnahmen, kommen wir dann beim Lernplan vor allem noch dazu, halt mich für den Aufnahmetest vorbereitet. Ob man wirklich so viel lernen muss, ist wahrscheinlich eine andere Frage. Ich kenne auch Leute, die weniger gelernt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber bei mir im März und April waren es circa wahrscheinlich 6-7 Stunden. Und dann halt, desto mehr man zum Test hinkommt, desto mehr hat man auch gelernt irgendwo. Und ich kann mich erinnern, im Juli haben die Linda nicht gestern auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir uns ziemlich gestresst haben einfach. Und ich glaube, da kommen wir dann nachher eh auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Einfach, weil wir sehr viel gelernt haben, also wirklich fast von morgen bis abends. So ehrlich sind wir zwei, dass wir das so weitergeben. Es hat dann aber auch gereicht. Es hat dann auch mehr als gereicht. Also wahrscheinlich eben ist es auch, kann man auch weniger lernen. Aber genau, das wollen wir euch ein bisschen auf den Weg mitgeben noch, vielleicht, wann ich angefangen habe. Bei mir war es eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr. Ich habe im Februar abgerüstet und dann im März eben angefangen. Habe den Vorteil gehabt, jetzt im Gegensatz zu Linda ein bisschen, dass ich den Test schon das Jahr davor geschrieben gehabt habe. Und genau. Magst du noch was dazu sagen, Linda? Ich sehe gerade nur eine Frage, die vielleicht passen würde, ob man schon Chemie- oder Physikkenntnisse braucht, um sich vorzubereiten. Das würde ich, glaube ich, nicht so unterschreiben. Natürlich ist eh klar, es hilft einem, wenn ich schon in der Oberstufe viel Physik gehabt habe und viel Chemie gehabt habe, einfach weil ich viele Zusammenhänge schon ein bisschen kenne und vor allem einige Sachverhalte wahrscheinlich schon irgendwo gesehen habe, die bekannter sind. Es ist aber so, also ich kenne auch jemanden, der ist jetzt mit mir in der Kleingruppe in Wien, der hat, glaube ich, eine Hack gemacht, das heißt meine Handelsakademie, und da ist eben verhältnismäßig, hat er gemeint, sehr wenig Physik und Chemie und auch Mathe dabei gewesen, also das klassische Schulmathe halt, aber der hat es auch geschafft und sehr gut geschafft, also man kann sich den Stoff schon selber aneignen, würde ich sagen. Ja, also ich habe auch Chemie und Physik beides abgewählt gehabt, nach der 10. Klasse, bedeutet, ich hatte das 7 Jahre nicht in der Schule. Also nachdem ich es abgewählt hatte, hatte ich 7 Jahre lang nicht mehr. Und ja, ich wusste nicht mehr, wie ein Atom aufgebaut ist, so nach dem Motto. Also das kann man auf jeden Fall trotzdem schaffen. Auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem. Bevor wir uns da verrennen, ich weiß nicht, wollen wir noch Thema Anmeldung noch kurz ansprechen, bevor wir Richtung Lernpläne gehen? Fakt, ja, vielleicht noch kurz, nämlich so, weil das auch so eine Frage ist, die so ein bisschen in meinem Raum steht. Und zwar ist es notwendig, dass ich einen Vorbereitungskurs mache. Ich würde sagen, es kommt drauf an, ist meine ehrliche Antwort.
wenn ich sage, ich bin wirklich schon gut drauf und ich kenne schon sehr viele Strategien, ich schaffe bei meinen Testsimulationen konstant gute Werte, dass ich selbstsicherer bin, dann nicht. Wenn es aber so ist, wie zum Beispiel bei der Linda, glaube ich, dass es dir vielleicht geholfen hätte damals, voll, ja, dass eben man noch so ein bisschen ja, lost ist quasi und ein bisschen so im Raum steht, dann wird es helfen. Wir haben da nämlich auch heute noch eine coole Aktion für euch. Ja. Wir werden am Ende nämlich mehrere Gutscheine vergeben. Und zwar für die ersten 10 Leute, die diesen Gutschein dann einlösen werden, den wir am Ende nennen werden, wird es einen 50 € Rabatt auf Masterclass oder Intensivkurse geben. Genau, voll. Ja, damit hätten wir das abgeschlossen, glaube ich. Und wir können zu den Lernplänen gehen. Lernpläne, genau. Ich meine nur, weil ich vorher noch meinte, Thema Anmeldung, ob da noch okay, irgendwelche ja. Fragen waren. Ich glaube, da kamen 1-2 Fragen. Dann würden wir erstmal das Thema machen und dann machen wir das durch. Weil ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die jetzt zuhören, sich sowieso schon angemeldet haben. Anmeldung geht ja vom 1.3. bis 31.3. jetzt. Läuft also gerade. Da kam, glaube ich, eine Frage wegen der EU-Quote. Das wäre eine Sache, also ich bin aus Deutschland und bin jetzt extra nach Österreich gezogen. Also genau, ich glaube, da war die Frage. Genau, einfach mehr Aufklärung für EU-Bürger, EU-Quote. Ich meine, bist du eh die Expertin, also überlasse ich das einmal dir. Ja, okay. Also genau, nur um kurz zu sagen, also es gibt ja eben diese EU-Quotenregelung. Also 95% der gesamten Plätze gehen ja an EU-BürgerInnen und davon eben 75% an Leute aus Österreich. Das bedeutet, dass höchstens 25% von eben den 95% an andere EU-BürgerInnen gehen können, sprich, das sind in den meisten Fällen Deutsche. Woraus man natürlich ableiten kann, dass wenn man jetzt nicht aus Österreich ist, dass es die Prozenthürde immer ein bisschen höher ist für Leute, eben, die in Österreich studieren möchten. Ich habe mir jetzt eben mal die Quoten, oder wir haben uns gestern die Quoten mal rausgesucht, so vom letzten Jahr. Gab ehrlich gesagt jetzt keinen großen Unterschied, ob man jetzt aus der EU oder aus Österreich. Ja, weil da haben wir eh gerade eine Frage. In Linz und in Innsbruck war es ein bisschen schwieriger, ja. Also weil die Prozenthürde ein bisschen höher. Ja. Da haben wir nämlich gerade eine Frage im Chat, die gut dazu passt, und zwar ist der Konkurrenzunterschied für deutsche Bewerber in Innsbruck größer als in Wien und etc. Es ist ja immer so, wie die Linda das gerade erklärt hat von den Quoten und so weiter, dass eben maximal 25% an EU-Bürger gehen, das heißt, die meisten eben davon Deutsche. So, jetzt gibt es gewisse Standorte, wo sich eben vermehrt Deutsche anmelden. Und das ist zum Beispiel eben in Innsbruck. Das heißt, in Innsbruck ist die Quote, glaube ich, für EU-Bürger, Lina, unterbrich mich, wenn ich da was Falsches sage, aber ich glaube, bei 81% gelegen, gell? Ja. Voll. Und für Österreicher eben bei 75. Das heißt, glaube ich, 76, ja. Das heißt, eben um 5% in etwa höher war das da für die Deutschen reinzukommen als für Österreicher quasi. Und wenn man das jetzt mit den anderen Standorten vergleicht, also in Wien ist generell, wurscht welche Quote, circa 81% gewesen letztes Jahr. Linz war niedriger, war aber auch wieder ein Unterschied, glaube ich, oder? Weißt du, hast du es im Kopf? Österreich 75, Deutschland, EU 77% gewesen, genau. Genau. Wichtig noch, diese Quotenregelung, die gibt es nur für Humanmedizin, nicht für Zahnmedizin. Ist jetzt auch in 2021 so, da kam nämlich gerade die Frage. Genau, ansonsten zur Anmeldung, glaube ich. Okay, dann eine Frage noch, die vielleicht noch gut dazu passt. Ich schließe diesen Monat meinen Bachelor in Deutschland ab. Ich bekomme mein Zeugnis dann circa im April, habe nur Fachabi, konnte deswegen vorher kein Medizin studieren. Was gebe ich dann bei der Anmeldung genau an? Prinzipiell ist es ja so, dass man noch nicht bei der Anmeldung quasi berechtigt sein muss, Medizin zu studieren. Man muss es nur dann bei der Inskription vorweisen. Genau, also das ist bei der Anmeldung muss man sich, glaube ich, irgendwie nur seinen Namen, also persönliche Daten angeben und eben, wo man den Test schreiben möchte. Was muss man ja vorher entscheiden, an welchem Standort man schreiben möchte. Aber da muss man nach meines Wissens keine Dokumente einreichen. Das kommt dann eben, wenn du deinen Studienplatz zugesichert bekommst, dann musst du dich natürlich für die Inskription, musst du deine Dokumente dann einreichen, dass du überhaupt berechtigt bist, zu studieren. Ja.
Ja, voll. Und generell bei der Anmeldung, also ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen stressiger, weil es halt eben darum geht, wirklich sich einmal da den ersten Schritt quasi zu machen. Ja, lass es ja gesagt sein, also da braucht man sich, glaube ich, noch nicht allzu sehr stressen. Füllst das Formular dort aus, bezahlst rechtzeitig die Kostenbeteiligung, also ganz wichtig, nicht erst quasi am letzten Tag vom März überweisen, sondern es muss bei der Uni eingelangt sein da. Und ansonsten macht sich da nicht zu viel Stress. Es steht dann eh oben in diesem Fenster in dem Account drinnen, Anmeldung erfolgreich, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Und dann habt ihr das erledigt und dann könnt ihr euch wirklich voll fokussieren, dann ja, halt zu lernen. Gut. Genau, dann würde ich mal weitermachen, stelle ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie, also als du dich dann entschieden hast, den Test dann nochmal zu schreiben, was war dein erster Schritt? Wie hast du angefangen? Ja, also prinzipiell, ich glaube, das ist für euch auch alle gut, die da zuschauen, weil wir eben so zwei Perspektiven dabei haben. Eben so die Linda, die wirklich da den Test nur einmal geschrieben hat und halt ja, quasi ohne Vorwissen sie noch vorbereitet hat und mich eben, der den Test halt zweimal geschrieben hat. Zu mir, ich habe ihn in Wien eben das erste Mal geschrieben, 2019, war damals 696. 660 kommen rein, das heißt, es war nicht so weit entfernt. Deswegen habe ich schon ein bisschen ein Vorwissen gehabt, würde ich sagen. Habe dann das Bundesheer über nichts gemacht. Ich meine, alle Burschen, die dort auch sind, die werden wissen, das geht sich zeitlich nicht wirklich aus, dass man beim Bundesheer da viel daneben lernt. Genau, und im März dann eben habe ich angefangen, prinzipiell mal mir einen Lernplan wirklich zu erstellen. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr organisiert bin. Ich lebe so nach dem Motto, ein bisschen Vorbereitung ist alles. Das heißt, ich habe mir da wirklich einmal in Excel mehrere Monate aufgeteilt. Und halt bin die Stichwortlisten durchgegangen und habe die halt versucht zu sortieren. Ich habe es damals, können wir eh gleich ein bisschen die Lernpläne auch mit reinnehmen, ein bisschen so Spaced Repetition, falls jemandem das was sagt, aufgebaut. Das heißt quasi, dass ich ein Thema lerne, dann lasse ich Tage dazwischen, dann lerne ich es wieder, dann ist noch ein größerer Abstand dazwischen und dann wiederhole ich es nochmal. Hat den Sinn, hat bei mir gut funktioniert, weil eben die Sachen sehr gut dann auch im Gedächtnis drinnen bleiben. Und genau, das habe ich dann eben so aufgeschlüsselt, einfach die Themen nach der Stichwortliste, also zum Beispiel am Montag die menschliche Zelle, dann dasselbe Thema am Mittwoch noch einmal und am Montag nächste Woche noch einmal und dann 2 Wochen Abstand und dann ein Monat Abstand und so halt bis zum Aufnahmetest. Genau, und bin Ich das würde einfach so einfach nochmal durchgegangen. drauf eingehen. Das war vielleicht jetzt gerade ein bisschen schnell. Okay, auf die Spaced Repetition meinst du? Genau. Ja, voll, also prinzipiell, ihr könnt euch das im Internet eher anschauen. Es geht nur darum, eben, dass ihr euch quasi die Wochen rausnehmt, die Stichwortliste rausnehmt und dann die Stichwortliste eben abarbeitet, systematisch. Für eine Woche eben zum Beispiel am Montag trage ich mir ein die menschliche Zelle, am Dienstag trage ich mir ein Chemiethema, zum Beispiel Atombau. Dann mache ich am Mittwoch eben mit einem Tag dazwischen dann nochmal die menschliche Zelle. Dann nehme ich wieder zwei andere Sachen her. Wochenende habe ich immer frei gemacht. Und am nächsten Montag dann eben noch einmal quasi die menschliche Zelle und das so abarbeiten, damit das eben möglichst oft wiederholt wird. Voll. Wie hast du angefangen? Also ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich Google eingegeben habe, Meta-T, Vorbereitung wie. Und dann auf etlichen Blogs, YouTube-Accounts und Instagram-Influencern gelandet bin und mir alles durchgelesen habe, was einfach nur Panik in mir erzeugt hat, weil die alle ungefähr ein Jahr vorher angefangen haben und ich mir dachte, oh Gott. Dann habe ich, ist mir aber eingefallen, dass ich jemanden kenne, der in Wien Medizin studiert und den habe ich angeschrieben, mir ein paar Tipps geben lassen. Dann habe ich auf jeden Fall eben diese Stichwortliste runtergeladen und erst mal meine eigene Zusammenfassung geschrieben, was im Nachhinein wahnsinnig dämlich war. Ich hätte mir so viel Zeit sparen können. Und ich glaube, ich hätte mir auch auf jeden Fall Zeit sparen können, wenn ich zum Beispiel einen Kurs gemacht hätte. Ich glaube, das hätte mir geholfen, jetzt zurückblickend betrachtet. Weil ich glaube, der Vorteil wäre eben gewesen, dass das wäre einfach ein guter Einstieg gewesen. Ich wusste ja gar nicht, um was es geht. Und dann hätte ich einen Überblick bekommen. So, das würde ich halt auch empfehlen, dass wenn ihr einen Kurs macht, was ich empfehlen würde, das möglichst eher früh zu machen in der Vorbereitung, weil ihr in dem Kurs nicht perfekt alles lernen werdet, so die einzelnen Untertests und so, sondern es geht eher darum, dass ihr so eine Art Starthilfe bekommt und darauf aufbauend dann eben besser werden könnt in eurer persönlichen Vorbereitung. Genau.
Genau. Weil da Und, gerade ja. noch eine Frage reinkommen ist, die vielleicht schön dazu passt, ob wir einfach aus den Büchern gelernt haben oder eben die Themen nochmal selbst zusammengefasst haben. Du hast gemeint, du hast das selbst zusammengefasst. Bei mir war es ähnlich. Ich habe es am Anfang auch selbst zusammengefasst, bin aber dann relativ schnell draufgekommen, dass das ja so irgendwie nichts wird. Habe es dann beiseite gelegt nach circa 2 Wochen und habe vorgefertigte Skripten verwendet. Gibt es auch viele also am Markt. Ich habe damals wirklich MathBreaker verwendet. Zum Beispiel MathBreaker One, wo ihr das kurz zusammengefasst habt, kann man da verwenden. MathBreaker One ist unsere Genau. Online-Plattform. Genau. Voll, ja. Aber es gibt auch andere, ja, Anbieter, wo das auch ja, gut aufgeschlüsselt ist. Generell, wir wollen euch da auch sehr ehrlich entgegentreten, auch was das angeht, glaube ich, dass wir einfach auch da ein bisschen genau offen reden, wie wir gelernt haben, welche Materialien wir verwendet haben und so weiter. Ja, voll. Willst du noch was zum Thema Lernplan sagen? Fällt dir noch was ein? Ja, was wollte ich noch sagen? Also ich habe mir auf jeden Fall dann auch irgendwann, also nach, ich habe erstmal, wie gesagt, mir eine Zusammenfassung geschrieben aus diesen ÖH-Skripten. Hätte ich mir noch ersparen können. Mein Fehler war nämlich, ich habe die alle irgendwie nacheinander gemacht, dann liegen lassen, nicht mehr angeguckt und im Prinzip bringt das überhaupt nichts. Also hätte ich mir sparen können. Und dann, genau, bin ich irgendwann drauf gekommen, mir einen Lernplan zu machen und wirklich zu schauen, auch so ein bisschen. Damals wusste ich nicht, was Spaced Repetition ist, habe ich aber intuitiv so gemacht, also dass ich mir am Tag dann irgendwie den ganzen Vormittag geblockt habe, um neue Themen auszuarbeiten. Ich bin dann nämlich auch drauf gekommen, keine Zusammenfassungen zu schreiben, sondern direkt mir Karteikarten zu erstellen. Ich hatte da so ein Karteikartensystem. Jetzt, wo ich Medizin studiere, kenne ich Anki, das System. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Anki, wirklich, damit lernt ihr dann im Studium sowieso noch kennen. Das rettet euer Leben im Studium. Auf jeden Fall, genau, ich habe mir Karteikarten erstellt und dann habe ich mir jeden Tag auch 2 oder 3 Stunden geblockt, um kognitive Sachen zu lernen, weil gerade bei den kognitiven Sachen, das ist super wichtig, so früh wie möglich beginnen und sehr oft wiederholen. Also zum Beispiel Wortflüssigkeit habe ich vor allem anfangs jeden Tag gemacht, eine halbe Stunde. Figuren zusammensetzen, jeden zweiten Tag. Zahlen folgen, keine Ahnung, jeden zweiten, dritten, je nachdem, wo eure Schwächen und eure Stärken liegen. Und da ist es halt einfach super wichtig, das regelmäßig zu machen, einfach aus dem Grund, weil das ist wirklich, das muss, euer Gehirn muss sich erst daran gewöhnen, einfach an dieses andere Denken, so dumm es klingt, aber da dauert das auch in vielen, also zum Beispiel bei Wortflüssigkeit hat es bei mir extrem lange gedauert, bis ich besser geworden bin. Es war schon frustrierend irgendwie, sich dann jedes Mal wieder hinzusetzen, jeden Tag und zu wissen, ich finde schon wieder nicht dieses verdammte Wort. Aber genau, Regelmäßigkeit, super wichtig. Und diese Karteikarten am Ende haben mir auch super geholfen, weil ich dadurch dann eben auch das, dass ich die Sachen nicht nur aufgeschrieben habe, sondern sie halt auch ständig wiederholt habe. Und das ist eben das Prinzip von Spaced Repetition, dass man die Dinge nicht nur aufschreibt, sondern direkt wiederholt, weil ansonsten, wenn ihr es erstmal liegen lasst und es dann erst 5 Wochen später wieder anguckt, habt ihr schon wieder vergessen, was ihr aufgeschrieben habt und das ist halt super ineffektiv. Voll, ja. Weil ich da gerade im Chat noch sehe, die Frage haben wir zwar schon beantwortet, aber es kann sein, dass wir das zu schnell gemacht haben, ein bisschen. Wann habt ihr angefangen zu lernen? Also bei dem März, oder? Ich habe Ende März angefangen. Genau, bei mir war es Anfang März, bei ihr Ende März. Antwortet eh jemand. Und da muss ich schnell nur drauf eingehen, weil ich nicht gewusst habe, dass du zuschaust. Servus, Patricio. Also ist nämlich ein Schulkollege von mir gewesen. Habe ich nicht gewusst. Aber die Frage können wir vielleicht auch gleich reinnehmen, und zwar, ob wir an einem Tag eben ein Fachthema gelernt haben oder einzelne Unterthemen aus verschiedenen Fächern. Bei mir war es wirklich so, dass ich zum Beispiel es nicht durchdrückt hätte, glaube ich, wenn ich jetzt einen Tag durchgehend Mathe lerne zum Beispiel. Also ich habe schon die Abwechslung irgendwo gebraucht. Also ich habe es schon so aufgeschlüsselt, dass ich das schon genau ein bisschen durchgegangen bin, eben zum Beispiel 2 Stunden Bio, dann 2 Stunden Chemie. Ja, bei dir, Linda? Ja, ich glaube immer jetzt auf den BMS bezogen, immer 2 Sachen am Tag gemacht, also wie du eigentlich. Und ja, kognitive Sachen immer durcheinander, also 3, 4 verschiedene am Tag.
Aber ich habe geguckt, dass ich das wirklich abwechsle und nicht so im Block einfach auch, damit ich nicht anfangs zum Beispiel nur Bio lerne und dann hinten raus dann Bio irgendwie ein bisschen in Vergessenheit dann doch gerät, trotz meines Systems. Also ich habe geguckt, dass ich das so abwechsle. Aber ich glaube, das ist so eine Typsache auch ein bisschen. Ich habe persönlich, als ich ganz am Anfang den Fehler gemacht habe, meine Zusammenfassungen zu schreiben, habe ich mit Bio begonnen, einfach aus dem Grund, weil ich mich da noch am sichersten gefühlt habe, weil ich ein Bio-Abitur gemacht habe und da irgendwie dachte, dann komme ich gut rein. Ganz kurz nur, falls ihr euch schwer tut, so ein bisschen mit Lernplänen erstellen, und ich weiß, mir hat es auch wahnsinnig schwer gefallen am Anfang. Ich habe den auch tausendmal nochmal neu gemacht. MathBreaker hat auch kostenlose Lernpläne tatsächlich. Könnt ihr einfach googeln, MathBreaker Lernpläne. Wir haben einen 90-Tage-Lernplan und noch für die Kursentschlossenen auch noch einen 4-Wochen-Lernplan. Die sind frei zugänglich, kostet euch gar nichts. Könnt ihr auch einfach mal durchgucken, um sich daran ein bisschen zu orientieren. Könnt ihr auch auf euch selbst dann anpassen und so. Ja, oder ihn genauso übernehmen, passt natürlich auch. Also, wie ihr Ja. möchtet. Und da die Frage noch, wie gut bereitet das Buch, also MetaT Hero, auf den Aufnahmetest vor? Prinzipiell haben wir das analysiert. Also wirklich so, dass 90%, glaube ich, von den Altfragen, also wirklich, also von den Altfragen 2020 mit dem Buch beantwortbar gewesen wären. Da müssen wir aber auch ehrlich sagen, da haben die Linda und ich auch gestern schon ein bisschen geredet, wie wir uns da heute vorbereitet haben. Dass aber da auch wir eigentlich mit vielen Materialien gelernt haben, generell auch beim Kognitiven. Einfach weil, desto mehr ihr habt, desto eher könnt ihr quasi immer neu, wie sagt man, neu kombinieren quasi, euch immer neu einstellen auf die Testsituation. Genau, also wir haben beide bunt gemischt, sind das angegangen. Bei MathBreaker ist halt so, das kennen wir beide ziemlich gut. Ist auch, ja, also wirklich sind die Aufgaben auch auf Testniveau Ja. ziemlich nah dran gewesen, 2020 würde ich sagen. Genau, also war auf jeden Fall wichtig, dass ich die gekannt habe. Und jetzt eben arbeite ich da auch als Kurs-Coach eben, weil, ja, genau, man will ja auch was zurückgeben und nachdem sie uns geholfen haben, arbeiten wir da jetzt ein bisschen mit. Genau. Da gibt es noch so viele Fragen. Allgemein, da die Frage ganz schnell beantwortet, weil die schnell beantwortbar ist, genau, ob das aktuell ist mit den 8 Minuten für 8 Allergieausweise, ja, ist aktuell. Das mit der Matura, genau, darauf können wir vielleicht noch schön eingehen. Also für die Deutschen Matura ist gleichzusetzen mit dem Abi, also mit dem Abitur. Genau, wie kann man da am besten drauf eingehen? Wie kann man sich am besten darauf vorbereiten bei der Matura? Prinzipiell, ich habe es ja auch direkt nachher geschrieben, wenn ich euch was mitgeben kann, auf jeden Fall fangt früh genug an mit dem Kognitiven. Also wirklich, das wäre das gewesen, weil ohne dem Kognitiven kommt man nicht mal annähernd, glaube ich, hin auf den Prozentwert, den man braucht. Und vor allem das Problem ist, bis man den kognitiven, eben wie Linda das vorher schon erwähnt hat, bis man den kognitiven wirklich gut kann, muss man sich einfach mehrere Monate, glaube ich, damit befassen. Bei BMS ist es ein bisschen anders. Den kann man sich in 3 Wochen nach der Matura, zumindest war es bei mir 2019 so, auch ziemlich gut noch, ja, eintrichtern, würde ich sagen. Legt euch da vielleicht die Fächer auch gescheit, eben, dass ihr in Bio maturiert, in Chemie maturiert, Physik, wenn möglich. Ich weiß, sind nicht die beliebtesten Matura-Fächer, aber mündlich, wobei mündlich gibt es ja das ja wahrscheinlich wieder nicht, oder ist auf jeden Fall, weiß ich gerade nicht, wie es da ausschaut momentan, aber auf jeden Fall versucht es da möglichst viel abzudecken, mit den Matura-Fächern eben. Und was mal ganz wichtig ist, dass man da betont, lasst euch nicht einreden, dass ihr nach der Matura keine Chance habt und glaubt es auch nicht niemanden, der sagt, ja, ich habe nach der Matura geschrieben und es ist absolut unmöglich. Es stimmt nicht. Ich bin zwar auch nicht reingekommen, ich kenne aber auch Leute, die hineingekommen sind, direkt nach der Matura. Und es ist auf jeden Fall machbar, wenn man eben früh genug anfängt mit dem Kognitiven. Genau, das heißt, am Nachmittag probiert es einfach möglichst viel kognitiv abzudecken, glaube ich, weil eben spezifisch die Frage ist, wie man das machen kann. Eben am Nachmittag setzt euch hin, macht eine Stunde mal ein paar kognitive Untertests. Jetzt ist eh noch früh genug im März und versucht es das so durchzuziehen. Und den BMS kann man nach der Matura, glaube ich, auch noch gut schaffen. Genau. Linda, magst du was dazu sagen oder liegt dir was auf der Zunge, weil du Nee, nee, ich habe gerade willst? nur hier mal den Okay. Chat beobachtet. Alles gut.
Ja, was wäre denn, gibt es bestimmte Fehler, die du gemacht hast, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, hättest du vorher gerne gewusst, dass das ein großer Fehler ist und würdest du jetzt nicht mehr so machen in deiner Vorbereitung? Ja, Punkt 1, ganz klar, schaut, dass ihr nicht zu sehr stresst. Ich weiß, es ist wirklich so klassisch, irgendwann so im Juni, im Juli, so ein, zwei Monate vorher geht es los, dass man wirklich ja, komplett gestresst ist einfach von der ganzen Situation, weil es diesen Test eben nur einmal im Jahr gibt. Wir werden dann später auch noch darauf kommen, wie kann ich mich motivieren, wie kann ich die Freude daran irgendwie nicht verlieren. Werden wir noch näher darauf eingehen. Ansonsten die Fehler, genau, eben mal ganz klassisch der Stress. Ansonsten würde ich auch sagen, vielleicht, was ich aus meiner Matura-Zeit noch eben reinnehmen würde, zu wenig kognitiv und zu wenige Testsimulationen gemacht. Also schaut, dass ihr wirklich viele Testsimulationen da durchmacht. Ich habe mal nachgeschaut in meinem alten Lernplan, ich habe 16 Testsimulationen gemacht, von März bis, ja, von März bis halt im August, wann der war. Einfach, um mich da wirklich immer neu in diese Situation hineinversetzen zu können, damit ich dann halt nicht irgendwie böse überrascht werde. Genau, wären so meine Tipps an euch. Linda, was war dein größter Fehler? Ja, das war jetzt nicht ein Fehler, aber das wollte ich nur noch mal bestätigen. Super wichtig, Testsimulation machen. Macht wirklich Testsimulation. Ich habe von ganz vielen verschiedenen Anbietern querbeet durch alles gemacht. Und also gerade wenn es dann auf den Test zugeht, das war, glaube ich, so der beste Tipp, weil man kriegt da so eine Routine. Und ich habe dann auch immer wirklich geguckt, dass ich den BMS-Teil vor allem danach mir alles rausgeschrieben habe, was ich falsch beantwortet habe und das dann in mein Karteikartensystem übernommen habe oder ergänzt habe, dass ich wirklich aus meinen Fehlern auch lerne. Und das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Anderen Fehler, den ich gemacht habe, habe ich ja vorher schon angesprochen, Zusammenfassungen schreiben, handschriftlich. Fand ich überhaupt nicht effektiv. Ich weiß, es gibt super viele Instagram-Accounts von Leuten, die wahnsinnig schöne Zusammenfassungen schreiben, wo man sich denkt, boah, krass, mega schön, will ich auch so machen. Meine persönliche Meinung, es ist nicht effektiv. Ich kann einfach also von Zusammenfassungen lernen, super schwierig. Also mein wirklich größter Tipp, macht euch Karteikarten. Wenn ihr Anki noch nicht kennt, Anki, Beste. Genau, also das ist einfach so ein Karteikartensystem, online kostenlos, hat auch nichts jetzt mit uns zu tun. Das ist so ein, ja, einfach so ein Karteikartensystem. Ein großer Fehler, den ich noch gemacht habe, ich hätte mir sehr viel Zeit sparen können, wenn ich den BMS nicht so sehr in die Tiefe gelernt hätte. Ich weiß, dass ich im Test saß und mir dachte, also ich habe den BMS aufgeschlagen und dachte mir nur so, wow, das war jetzt ein schlechter Scherz, weil das einfach auf so einem, also vom Stofflichen her auf so einem niedrigen Niveau war, im Vergleich zu dem, wie krass ich in die Tiefe gelernt habe, dass ich halt, also ich hätte nicht so viel BMS lernen müssen, wirklich nicht. Und dementsprechend, ich weiß, ich habe im Grunde mich lange vorbereitet auf den Test. Ich hätte aber wahnsinnig viel Zeit sparen können und ich hätte nicht so viel lernen müssen. Ja, Genau. auf jeden Fall, weil ich da jetzt, also erstens, es bedankt sich wer bei dir, Linda, dass du die Insta-Accounts angesprochen hast, weil das eben einen so sehr stresst, das stimmt, ja. Also hört es Ja, auch nicht auf, in Facebook-Gruppen eben auf Leute, die meinen, sie sind schon so unglaublich weit. Das meiste davon ist einfach nur, ja, gut dahergeredet, auf Deutsch gesagt. Ich möchte nur vielleicht kurz eingehen. Einerseits, wenn wir die Fragen auf Instagram bekommen haben, so einzelne Tipps für alle Untertests und weil es da jetzt auch schon ziemlich oft gekommen ist, mit Gedächtnis und Merkfähigkeit. Ich meine, prinzipiell, es tut uns, wir können natürlich jetzt nicht da alle Strategien quasi ja mehr oder weniger verraten, weil wir das natürlich eben in den Kursen in der Masterclass gezielt ja ansprechen. Prinzipiell wollen wir aber da euch da trotzdem ein bisschen was zumindest mit auf den Weg geben, weil ich weiß, sonst ist das meistens ein bisschen blöd, wenn gar nicht drüber gesprochen wird. Deswegen gerade bei Gedächtnis und Merkfähigkeit, üben, üben, üben. Also ich habe wirklich jeden zweiten Tag im März Gedächtnis und Merkfähigkeit trainiert. Setzt euch am Anfang nicht so unter Druck. Also fangt an, easy mit 4 Ausweisen und 20 Minuten Lernzeit von mir, solange ihr halt braucht. Was hast du für ein System benutzt? Also Ja, voll. Also ich habe die Loki-Methode benutzt, also gedächtnispalastmäßig und eben das Major-System. Das Major-System werden die meisten kennen, wo ich quasi eben eine Zahl kodiere mit
Codewörtern, die ich entweder vorher gelernt habe oder die mir dann ja konkret einfallen. Aber wie gesagt, also bei Gedächtnis und Merkfähigkeit ist wirklich das Um und Auf, das möglichst oft, möglichst oft einfach zu trainieren, wirklich konstant auch zu trainieren, also keine längere Phase, zumindest was bei mir so, dabei zu haben, wo man das überhaupt nicht angeht. Ihr müsst rechnen, das sind 25 Punkte von 75 im kognitiven Teil. Das heißt, das ist ein Drittel von den 5 Untertests dort. Daher ist halt wirklich wahnsinnig wichtig, dass ihr da drin gut seid. Magst du da noch, wie hast du dich für Gedächtnis und Merkfähigkeit vorbereitet? Ja, also ich habe es auch auf jeden Fall eben mit der Major, Major, keine Ahnung, wie die Methode heißt, gemacht und dem Lucky-System bedeutet, also das könnt ihr einfach googeln. Im Prinzip habe ich in meinem Haus und meinen Eltern mir 8 Räume ausgesucht, die ich immer in der gleichen Reihenfolge abgegangen bin. Ich hatte, Zahlen von 0 bis 99 mir kodiert und habe dann im Prinzip so in jedem der 8 Räume, sprich in jedem der 8 Allergieausweise, mir einfach eine Szene ausgedacht. So. Und wenn man das halt einfach wirklich auch jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag macht, man wird besser darin. Man glaubt es erst nicht, aber man wird besser. Und am Ende, es war, glaube ich, auch einer meiner stärksten Untertests. Und das habe ich auch schon von den meisten gehört. Also da kann man, wenn man sich da gut vorbereitet, kann man da sehr, sehr viele Punkte rausholen. Also es ist eigentlich ein Test, wo man sehr gut drauf lernen kann. Ja. Das war eigentlich so. Ja, sehe ich auch so. Und ansonsten Tipps für andere Untertests. Wir können jetzt ja schnell durchgehen. Bei BMS eben haben wir jetzt schon lang drüber gesprochen quasi. Also wirklich halt oft wiederholen die Themen. Ansonsten beim Textverständnis finde ich, also ich habe mich nicht besonders auf Textverständnis vorbereitet, muss ich auch ehrlich sagen. Einfach weil wir in der Schule schon immer viele Fachtexte auch dabei hatten. Und ansonsten eben beim Kognitiven, ja, bei Figuren gibt es die verschiedensten Strategien. Einfach da wirklich schauen, dass man vor allem die Winkel kennt und so weiter. Und ansonsten, eben, weil es gerade dazu passt, haben wir die Fragen bei Gedächtnis und Merkfähigkeit frei beantwortet oder alle gemerkten Infos aufgeschrieben und damit beantwortet. Ich muss ehrlich sagen, ich bin das so durchgegangen. Ich habe es noch nicht aufgeschrieben. Also ich bin wirklich Frage für Frage einfach durchgegangen, habe versucht, das aus dem Gedächtnis abzurufen. Hat gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Wie hast du das gemacht? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe das irgendwie auch in der Vorbereitung, ich habe mir manchmal das aufgeschrieben und manchmal nicht. Oder ich habe mir dann nur ein paar Sachen aufgeschrieben und ein paar Sachen kamen einfach. Also das war ehrlich gesagt spontan und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich es im Test dann gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich im Test, in dem Untertest auch eine kleine Panikattacke hatte. Deswegen hatte ich da leider nicht meine volle Punktzahl, die ich sonst immer hatte. Aber ich glaube, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber kann ich jetzt nicht mal 100% sagen. Okay. Ja, prinzipiell, weil du es jetzt angesprochen hast mit so eben so ein bisschen Blackout-mäßig, so irgendwie ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass bei mir das auch 2019 ausschlaggebend war, dass ich es nicht reingeschafft habe. Einfach weil ich in Zahlenfolgen, was mein bester, wirklich absolut bester Untertest damals war, einen kompletten Nervenzusammenbruch hatte. Also das weiß ich noch. War richtig zart. Wahrscheinlich ist das am Traubenzucker gelegen vorher. Also Traubenzucker lasst es lieber weg beim Test, würde ich mal behaupten. Aber da schaut es auch, dass ihr trainiert, auch ruhig zu bleiben in solchen Situationen. Haben wir jetzt auch reagiert mit einer Psychologin in der Masterclass dabei, die euch da auch unterstützen wird, falls ihr das möchtet. Genau, also wir haben da auch verschiedenste, glaube ich, Entspannungsstrategien selbst angewandt, zumindest ich. Also Ankerstrategie gibt es zum Beispiel, wo man quasi seine eigene Hand auf die Kniescheibe legt und dann versucht, so alle negativen Gedanken zu übertragen. Klingt immer so ein bisschen esoterisch vielleicht. Ich habe auch nicht daran geglaubt, dass das irgendwas bewirkt. Aber mir hat es wirklich geholfen, muss ich sagen. 2020, genau. Hast du irgendwas in die Richtung verwendet? Oder? Ich habe jetzt nichts irgendwas verwendet, was man so... was wirklich so eine Methode ist, aber ich weiß, dass ich im Test da saß. Ich weiß nicht mehr genau, vor welchem Test. Aber ich habe das, glaube ich, fast vor jedem Untertest gemacht, wenn noch der Ansager so spricht, dass ich da saß und tief durchgeatmet habe und wirklich laut, also leise, aber wirklich mit Stimme vor mir hergesagt habe, es ist alles gut, beruhig dich, du kriegst das hin, du bist gut vorbereitet. Und da versucht, mich so selbst zu beruhigen, ja. Es hat tatsächlich geholfen, so ein bisschen. Also bis auf Gedächtnis, Merkfähigkeit. Aber ja, das...
Schau gerade noch. Ja, und weil es da gerade dazu passt, weil wir gerade alle Untertests durchgehen, ob wir Tipps für sozial-emotionale Kompetenzen haben. Da muss ich euch leider enttäuschen, bin ich nicht der Experte. Also laut den Testerstellern bin ich wahrscheinlich der unempathischste Mensch, den es gibt. Also ich war wirklich nicht gut dort. Aber ja, also bei sozialen Entscheiden sicher noch eher mit eigenen Systemen, wo ich das dann ordne. Aber Emotionen ist wirklich nicht mein Favorite-Test und ja. Ich glaube, ich hatte im Test tatsächlich bei Emotionen 7,5 Punkte und ich hatte in meiner Vorbereitung nie mehr als 5. Ich war so krass erstaunt. Ich habe einfach nur mega Glück gehabt. Aber ja, Emotionen erkennen, ich weiß nicht, ich habe mit dieser Emotion, also es gibt ja diese, es gibt Listen zu allen Emotionen, die bisher mal dran kamen in den Tests und ich habe mir die alle versucht durchzulesen, aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, ja, ich meine, es ist bekannt. Wirklich darauf vorbereiten ist schwierig. Soziales Entscheiden schon. Da gibt es ja dieses System eben, nach dem man sich irgendwie richten kann. Wobei ich sagen muss, jetzt 2020 waren da auch so 2, 3 Fragen, die so ein bisschen Verwirrung ausgelöst haben, wo alle sich nicht ganz erklären können, wie die Testhersteller jetzt, was die jetzt mal wieder für neue Sachen eingeführt haben. Ich war auch bei der Testeinsicht und habe es trotzdem nicht ganz nachvollziehen können. Aber ja, also ich glaube, zu den beiden Untertests da Tipps zu geben, ist ein bisschen schwierig. Ja, was wir dabei vielleicht schon noch ansprechen könnten, weil das ganz wichtig ist, eben die Frage, wann darf ich jetzt meinen Stift in der Hand halten und schreiben und so weiter bei Gedächtnis und Merkfähigkeit. Ihr dürft es nicht bei der Einprägephase in diesen 8 Minuten, also nicht mal den Stift in der Hand halten. Da sind sie wahnsinnig streng. Ihr dürft es dann darauf folgen, also es kommen dann Zahlenfolgen und Wortflüssigkeit, dürft ihr wieder euch Notizen machen, aber nicht zum vorhergehenden Gedächtnis und Merkfähigkeit, sondern dann nur spezifische eben Sachen zu Wortflüssigkeit oder Zahlenfolgen. Und dann bei der Abrufphase dürft ihr alles hinschreiben, wieder was ihr wollt. Ja. Würde ich so sagen. Standort. Also klar, es gibt da immer so ein bisschen Unterschiede an den Standorten. Also meinst du zu den farbigen Bildern oder? Ja, generell so gibt es ja immer so ganz kleine Unterschiede. Ja, bei Gedächtnis und Merkfähigkeit ist so wirklich, also auch durch die Testansicht bestätigt, beziehungsweise sehr vermutet, dass eben bei manchen Standorten die Bilder schwarz-weiß sind und bei manchen anderen wieder in Farbe. Ja, aber die Regel mit dem Stift und so, das ist schon bei allen. Ja, mit dem ist für alle gleich, ja klar. Weil im Endeffekt, es wäre ja wirklich unfair, sage ich, wenn man sich halt dann versucht, bei Zahlenfolgen da irgendwie noch Notizen zu machen zur Einprägephase. Aber ich finde es auch nicht nötig. Also wenn man das gut trainiert hat, habt zwar keine Angst, glaube ich, vor Gedächtnis und Merkfähigkeit. Das ist ein Test, wo man auch in der Vorbereitung ein bisschen Spaß haben kann, sage ich. Also zum Beispiel bei mir mit dem Gedächtnispalast, ich habe mich manchmal so ein bisschen gefühlt wie Sherlock Holmes irgendwie. Ja. Also man kann da wirklich auch, setzt das positiv, vor allem bei dem Test auch. Genau, auf Wortflüssigkeit willst du da noch schnell eingehen, oder? Wortflüssigkeit, ja, war so mein Hasstest, also mein Hassuntertest. Ich habe da tatsächlich, es gibt da dieses System, dass man sich so eine Wolke aufschreibt und so, fand ich jetzt irgendwie nicht ganz so gut. Ich habe dann getrennt in Vokale und Konsonanten und dann hat man irgendwann ein Gefühl dafür bekommen, dass wenn da so viele Vokale und so viele Konsonanten sind, dann ist es auf jeden Fall ein Doppellaut und so. Also da kriegt man so ein Gefühl einfach dafür. So. Ja, voll. Weil da auf Insta auch noch die spezifische Frage an mich gekommen ist, wie man eben gut wird in Wortflüssigkeit, trainiert das. Also man kommt nicht drum herum. Also man glaubt immer, es gibt so Naturtalente. Also ich zumindest, ich weiß noch, bei der ersten Testsimulation, die ich gemacht habe, noch während der Schulzeit, ich habe 4 Punkte gehabt, die Hälfte davon geraten. Also ich meine, ich war jetzt auch nicht wirklich so der Blitzkneißer, was diesen Untertest angeht. Aber man kann da, indem man sich diese Muster quasi immer wieder reproduziert, die Silben und so weiter, kommt man da wirklich weit. Es gibt noch ein paar andere kleine Kniffe auch, wie man sich da helfen kann. Genau, aber Wortflüssigkeit ist, glaube ich, auch ein Test, wo sich viele vorher wirklich Sorgen machen. Mhm. Ich glaube, weil es einer der wenigen Tests ist, wo ich halt wirklich in eine neue Situation ein bisschen reingeworfen werde. Ich meine, ich weiß, es stehen da jetzt irgendwie so Anagramme, aber es kann halt irgendwas sein. Deswegen glaube ich, dass da viele Sorge haben.
Aber ja, macht euch da auch keine Sorgen. Das ist auch ein Untertest, wo viele nicht wirklich gut abschneiden. Das heißt, da verliert ihr auch nicht zu viele Punkte, wenn ihr jetzt, sage ich mal, 10 von 15 Punkten oder so weiter habt oder 8 oder 6 von 15. Genau. Voll, ja. Sonst Ich glaube, glaube generell ich. nochmal das abzuschließen. Ich glaube, für alle kognitiven Untertests gilt einfach, was Sie vorhin schon gesagt haben: einfach früh anfangen und regelmäßig machen. Und man kommt halt nicht drum herum, man muss das regelmäßig machen. Ihr müsst es nicht. Es reicht, wenn ihr Wortflüssigkeit 20 Minuten am Tag macht, aber wenn ihr es dann jeden Tag macht, dann gewöhnt ihr euch daran. Und das ist wirklich eine Art Wiedererkennung und ihr kriegt einfach ein Gefühl dafür. Und das gilt jetzt nicht nur für Wortflüssigkeit, das gilt für alle Untertests. Ihr werdet besser darin, wenn ihr es oft und kontinuierlich macht. Und ich weiß, dass es am Anfang wirklich so wirkt, so, wow, das werde ich nie schaffen. Wie soll ich mir in 8 Minuten 64 Infos merken und dann dazwischen noch zwei andere Untertests machen und dann erst abrufen? Aber ich glaube, das ist wirklich nur eine Übungssache. Ja, Ja, also. gebe ich dir voll recht. Also, Ich bin auch kein Naturtalent. Also. ja, also wenn man es genau nimmt, ich war bei keinem Untertest am Anfang sonderlich gut. Gerade mal Zahlenfolge ist mir irgendwie so ein bisschen gelegen. Dann kam halt das Blackout 2019, habe ich mir auch gedacht, oh je, wenn das nicht hinhaut, was haut dann noch hin? Genau, weil dann noch die Frage jetzt auch schon häufiger war, mit wie viel Papier hat man, wie viele Notizblätter bekommt man? Gar keins. Also man hat genau das Aufgabenheft, da könnt ihr alles reinschreiben, was ihr wollt, so viel wie möglich. Aber ich fand, das war. Also ich fand, es war ausreichend Platz. Ja, würde ich auch so unterschreiben, glaube ich auch, ja. Schaut halt nur, dass ihr dann nicht irgendwie auf dem Antwortbogen Sachen aufmalt oder so, weil ja, der wird halt Übrigens, ausgelesen. ich musste meinen ganzen Antwortbogen nochmal neu ausfüllen, weil ich nämlich mich umentschieden habe, dann doch wieder umentschieden habe und dann musste ich mir einen neuen Antwortbogen holen und alles nochmal neu beantworten, also nochmal neu übertragen und so. War ein bisschen stressig, aber geht auch. Also, Ja, so. voll Ich habe da. eine Frage, die auch Ja. nochmal oft kam, bezüglich Lernunterlagen. Wir haben uns jetzt ein bisschen ein Thema Test verrannt. Welche Lernunterlagen, beziehungsweise haben wir viele verschiedene Lernunterlagen benutzt? Haben wir nur Vorbereitungsbücher oder auch zum Beispiel extra Chemiebücher gehabt? Wie war das bei dir? Ja, also prinzipiell, wie gesagt, wir wollen da nicht, dass es in einer Werbesession ausartet, weil bei uns das ja, also wo wir da letztes Jahr von verschiedensten auch die Webinare angeschaut haben, uns immer ein bisschen gestört hat. Genau, also wenn wir da ganz ehrlich sind, also MathBreaker habe ich sicher verwendet, ganz klar. Also ich habe MathBreaker gehabt, den BMS-Breaker, dann den KFF-Breaker, MathBreaker One noch. Kann ich alles weiterempfehlen, keine Frage. Ansonsten aber auch mit ziemlich viel verschiedenen anderen Sachen, einfach weil mir sonst ein bisschen vielleicht die Materialien noch ausgegangen wären nachher. Beim BMS kann ich euch auch vor allem empfehlen, das Internet zu benutzen, Wikipedia, DocCheck, so die YouTube. häufigsten. Schaut euch Bitte? YouTube-Videos. Ja. Vor allem für Chemie fand ich super. Ja, voll. Also YouTube Simple Club zum Beispiel, sind wahrscheinlich unter den Maturanten eh auch sehr bekannt. Sind so die Top-Adressen, würde ich sagen, in YouTube, wenn man was nicht versteht. Genau, ansonsten also wirklich mit möglichst vielen Sachen habe ich da gelernt, einfach um mich da auch jedes Mal auf ein anderes Niveau einzustellen. Ja, du? Ich will nur ganz kurz die Frage beantworten. Die kam schon zweimal, ob wir unsere Anki-Decks teilen wollen. Würde ich gerne. Damals wusste ich aber noch nicht, was Anki ist und habe mit einem anderen System gearbeitet. Deswegen kann ich es leider nicht teilen. Das tut mir sehr leid. Ja, Wenn voll. ihr Studium seid, kann ich euch gerne meine Anki-Decks vom ersten Semester geben. Das ist kein Problem. Ja, muss ich halt leider anschließen. Also ich habe Anki auch erst durch Wien dann ja, kennengelernt, quasi, wenn man so sagt, zwangsläufig, weil man halt in Wien ohne Anki nicht wirklich weit kommt, teilweise. Also ja, ich kann euch da leider auch nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Aber ich glaube, das dauert auch nicht so lange, wenn man sich das selber machen will. Auch die Altfragen vor allem, schaut euch die an, gibt es die in die Anki-Decks rein, dass ihr die auch möglichst oft wiederholt. Voll, ja. Genau, und ansonsten, um auf die Frage zurückzukommen, also ich habe mir tatsächlich so ein Chemiebuch gekauft, das heißt, glaube ich, Chemie verstehen, also so ein, ich glaube, ich habe das sogar hier, muss ich nochmal gucken. Genau, weil ich, wie gesagt, ich hatte 7 Jahre nichts mit Chemie zu tun, ich habe es damals, glaube ich, mit einer 4 abgewählt, das war echt nicht meins. Habe das dann irgendwie durchgelesen, weiß es nicht, ob das so sinnvoll war. Ich hatte dieses Biobuch Lindner Biologie auch. Ich glaube, da habe ich zweimal genau reingeguckt.
Hätte ich mir auch sparen können. Aber sonst hatte ich klassisch natürlich Vorbereitungsbücher. Also ich hatte auch auf jeden Fall den MatBreaker und den BMS-Breaker. Ich hatte aber auch von anderen Sachen was. Also ich bin auch so nach dem Motto gegangen, von möglichst vielen Anbietern mir verschiedene Sachen zusammenholen, weil ich dann halt das Gefühl hatte auch, dass ich einen guten Überblick habe und mich nicht zu sehr auf einen irgendwie verlasse. So. Ja, voll. Na, gebe ich da auf jeden Fall recht. Vor allem, was da gut dazu passt, glaube ich, weil wir auf Instagram auch die Frage bekommen haben, wie tief sollte ich lernen im BMS? Wie tiefgehend? Was ist zu tiefgehend? Was ist zu oberflächlich? Wie bist du das angegangen? Wie gesagt, ich habe zu sehr in die Tiefe gelernt. Also, ich weiß es nicht, inwiefern ich darauf antworten kann. Ich habe ja eben genau da einen Fehler gemacht. Ja. Ja, voll, nein, es stimmt, ja. Also bei mir war es auch ein bisschen das Problem, dass ich zu sehr in die Tiefe gelernt habe. Es ist ja vor allem auch so, also es kommen beim Test jedes Jahr, darauf müsst ihr euch auch einfach einstellen, zwei, drei Fragen, die halt ein normaler Maturant mit seinem Wissen nicht beantworten kann. Wissen die Und Texte prinzipiell, auch? ja, voll. Es ist halt echt von den Testerstellern ein bisschen gemein gemacht. Sie wollen euch einfach stressen in dieser Situation. Ja, prinzipiell, diese Fragen werdet ihr auch nicht wissen, wenn ihr jetzt wirklich bis Mitternacht tagtäglich durchlernt. Also zum Beispiel mit dem Zahnschmelz, falls die Frage wer kennt, 2019 war die Frage, welche Zellen bilden den Zahnschmelz oder wann ist der fertig ausgebildet? Ich weiß Ja. noch, ich habe das nach dem Test voll mir halt versucht, irgendwo herzuleiten, gegoogelt und Co. Und ich habe keine gescheite Antwort drauf gekriegt. Das ist bei Einfach. meinem Histobuch, glaube ich, drin, oder? Im Histobuch. Ja, also irgendwann, glaube ich, kommt das vielleicht noch im Studium. Wir sind jetzt im zweiten Semester, es war noch nicht dran. Also es gibt einfach so blöde Fragen, ja. Aber prinzipiell haltet euch gescheit, würde ich sagen, eher auf oberflächlichem Niveau. Das heißt, eher orientiert euch an den Altfragen ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad her. Wenn euch was interessiert, geht es mehr in die Tiefe. Keine Frage. Ja. Die Frage, weil die Altfragen erwähnt wurden, wo gibt es die denn? Können wir aus rechtlichen Gründen leider nicht weitergeben. Aber so, ja, schaut's halt, also googelt's das und Freund, aber ja, das ja, sie kursieren in diversesten Foren rum, sagen wir es so. ja. Gut, hätten wir noch was zum Thema Lernplan? Zum Thema Lernplan. Ich schaue gerade noch. Weil ich glaube, Ed Linda, warte, war hier gerade was? Komme ich jetzt gut mit Chemie klar? Ja, tatsächlich. Ich fand Biochemie sehr interessant. Ja, hätte ich nicht für möglich gehalten. Chemie mag ich jetzt tatsächlich. Also kein Stress, wenn ihr keine Ahnung von Chemie oder Physik habt, ihr könnt trotzdem durchs Studium kommen und ihr könnt auch den Test schaffen. So. ja, also Chemie schaut euch das wirklich gut an. Also das wird euch noch so viel helfen. Ihr werdet Gerade alles brauchen. Wir freuen uns jedes Mal darüber, dass Sachen drankommen, die wir für den Meta-T gelernt haben. Und es passiert wirklich, vor allem in Chemie passiert das häufig. ja. Das ist auch, eigentlich könnte es eine gute Motivation für euch sein, gerade also für den BMS, die ganzen Teile. Lernt es, wenn ihr Medizin studieren wollt, das wollt ihr ja offensichtlich, dann werdet, es ist nicht so, dass ihr das lernen müsst und danach ist es weg von euch, weil es wird wieder drankommen und das ist einfach auch im Studium wichtig. Also klar, man kann es drüber streiten, ob, also Mathe ist jetzt vielleicht nicht so das Wichtigste, aber gerade Chemie und auch Physik, Optik zum Beispiel, sagt die Sachen kommen leider wieder dran und die sind wichtig tatsächlich und ja. Voll, ja, weil da die Frage auch noch kam. Vielleicht können wir das noch kurz einschieben, weil da steht beantwortet das noch als Abschlussfrage. Also wir hätten eh noch ein Thema und den Gutscheincode müssen wir ja auch noch droppen. Ja, stimmt. Also bleibt auf jeden Fall noch dran. Aber ganz spannende Frage auch, in welche Richtung möchtet ihr später gehen? Und drunter gefällt euch das Studium bis jetzt? Schon. Also jetzt gerade, die Linda und ich ist ja ein bisschen stressiger gerade bei uns in Wien. Bisschen. Aber Thema Motivation werden wir eh auch jetzt dann noch angehen. Aber mir gefällt schon. Also kann ich nur Positives weitergeben. Und in welche Richtung möchtet ihr später gehen, ist ein bisschen schwierig im ersten Jahr zu beantworten. Dermatologie vielleicht ist bei mir so, ja, HNO, irgendwas in die Richtung, aber steht noch ein bisschen in den Sternen. Bei dir? Ich glaube, bei den beiden hätte ich gesagt, das mache ich auf jeden Fall nicht. nee, also tatsächlich, ich glaube, ich habe die Frage schon 50 Mal gestellt bekommen, welche Richtung willst du gehen? Ich weiß nicht,
warum Mediziner das immer gefragt werden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Wir haben so vieles einfach noch nicht gesehen. Ich meine, wir machen gerade Grundlagen. Woher soll man wissen, was einen interessiert? So. Aber im Prinzip, ja, es ist gerade sehr, sehr stressig. Gerade Block 4 haut gerade ein bisschen rein, aber es gefällt mir schon, ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch öfters mal, wenn es dann irgendwie die Motivation ein bisschen unten ist, erinnere ich mich selbst dran, wie krass ich mir diesen Studienplatz erarbeitet habe und wie froh ich sein kann, dass ich jetzt studieren darf. Und das hilft mir wirklich auch bei der Motivation. Voll, ja. Genau, und weil da jetzt eben das kommt, wie seid ihr beim Lernen motiviert geblieben, wäre ja auch noch so unser Thema, was wir auch noch kurz anreißen wollen, weil wir die Frage auch bekommen haben auf Instagram, Tipps für die Motivation, wie kann man motiviert bleiben? Prinzipiell, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da wirklich, also es soll jetzt nicht zu philosophisch werden, aber sich halt wirklich die Frage zu stellen, wieso will ich das machen, warum? Das ist ganz wichtig, weil wenn man sich das beantworten kann, fällt es einem viel leichter zu lernen. Ihr müsst euch einfach wirklich einen Grund rausfinden, warum will ich diesen Test schreiben, warum will ich Medizin studieren? Und kann ich diese Frage für mich beantworten? Gibt es verschiedenste Gründe. Für ein paar wird es vielleicht wirklich sein Menschen helfen, andere wieder Interesse. Ist auch alles legitim. Aber wenn ich mir diese Frage mal beantworten kann, glaube ich, komme ich sehr weit und bin ich sehr erfolgreich, nicht nur in diesem Thema, sondern auch egal, was ich im Leben machen will, werde. Ich muss mir immer die Frage stellen, glaube ich, warum will ich das machen und warum will ich das jetzt genau machen? Ja, genau. Also motiviert bleiben. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich glaube, Motivation nie mein Problem war in der Vorbereitung, weil ich eben genau das hatte, weil ich wusste, dieser Test ist jetzt so ein notwendiges Übel, ist halt leider so, aber dann darf ich das studieren, was ich möchte. Und das hat mich wahnsinnig motiviert. Und außerdem muss ich leider sagen, im Studium wird es nicht einfacher. Also es wird tatsächlich hart im Studium, ist leider so. Und ja. Ganz kurz noch, es kamen noch ein paar Fragen bezüglich Darf ich da noch kurz was wie. dazu sagen und dann gehen wir weiter? Ja. Passt ja gut. Eben noch, weil du auch gemeint hast, dass der Test eben so, ja, quasi so ein zahres, ja, so eine zahre Veranstaltung ist, die da irgendwie im Raum steht. Mir hat immer geholfen, das irgendwie auch wieder umzudrehen, weil viele sagen halt, der Test ist so wahnsinnig schwierig und ist so eine Hürde, dass ich Medizin studieren kann. Ich würde das irgendwie umdrehen und würde sagen, der Test ist dazu da, ist meine erste große Stütze, dass ich ins Medizinstudium reinkomme. Das heißt, ich muss den Test irgendwie als Chance sehen, das zu machen, was ich machen will, und nicht etwas, das mich abschreckt, das zu tun, was ich machen will, wenn das Sinn macht. Aber du nix, das heißt, es macht Sinn. Ja, Aber ja, also das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, weil ich dann automatisch motivierter bin. Weil ich eben nicht mehr diesen negativen Gedanken habe von diesem Aufnahmetest, der da irgendwie so in meinem Kopf rumschwirrt, wo sich jedes Jahr so und so viele anmelden, sondern halt so, ja, der Rest muss mich schlagen und ich habe jetzt Bock, das zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Gedankengang irgendwie hineinkriegt. Ja, da steht eh, ich freue mich eigentlich auf so eine Herausforderung. Ja, voll. Setze es als Challenge irgendwie. Ja. Genau, würde ich euch so Toll, mit. das Gefühl ist wahnsinnig geil, wenn ihr einen Studienplatz angeboten bekommt. Glaubt Ja, mir. ist das beste Gefühl. Also ich weiß noch, ich bin aufgestanden damals, eben um 7, wo die Ergebnisse kommen. Habe es zuerst gar nicht realisiert. Also ehrlich, muss ich auch sagen, kurzer emotionaler Zusammenbruch. Und dann aber sofort ans Feiern gegangen. Also denkt auch immer drauf, auch wenn es jetzt zart ist, ist wieder mal besser. Genau, auch vor allem jetzt mit Corona kommt noch was zusätzliches negatives Ereignis, großes Ereignis irgendwie dazu. Aber immer dran denken, alles wird irgendwann besser. Genau. Ja, und ihr könnt die Zeit nutzen zum Lernen tatsächlich. Das hat mir sehr geholfen. Ich hatte einfach viel Zeit. Klar, Voll, dass ich nichts verpasst habe. So. ja. Ja, weil da im Chat steht super poetisch unterwegs. Ja, danke. Genau, voll. Aber wir wollen euch da einfach möglichst wirklich unsere Gedankengänge irgendwie mit auf den Weg geben, Ja. wie wir das gemacht haben. Du hast vorhin noch ein paar Fragen erwähnt. Genau, ich meine nur, da kam ein paar Mal die Frage zum MedBreaker One, zum E-Learning, weil einige, oder ich weiß nicht, ob das immer die gleiche Person war, habe ich jetzt nicht darauf geachtet, geschrieben habe, dass es den Personen zu oberflächlich vorkommt und ob das ausreicht. Ja, also da kann ich ehrlich dazu sagen, ich habe das benutzt, und ich finde, dafür ist es wirklich auch perfekt, um den Stoff vor dem Test halt wirklich nochmal überblicksmäßig zu wiederholen. Es sind auch sehr viele Themen drin, die schon mal in die Richtung abgefragt worden sind.
Und angeblich, also man hat, also sie haben das auch quasi getestet, es sind 80% der Fragen vom letztjährigen Meta durch alleine MathBreaker One beantwortbar gewesen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es waren 80% ziemlich genau. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein gutes Programm. Ich habe es auch selber verwendet. Aber ja, voll. Also ich habe es eben verwendet, um das nochmal alles schnell zu wiederholen. Ja, war bei mir aber von Anfang an der Fehler, dass ich zu sehr in die Tiefe gelernt habe. Genau. Genau, und gibt es eine App zu E-Learning? Ja, es gibt auch eine App. Und in der App ist tatsächlich jetzt, glaube ich, auch Anki-System wird da auch integriert, weil ich vorhin über Anki gesprochen habe, ist mir gerade noch eingefallen. Ja, voll. Also es ist ein Karteikartensystem in Planung, für Genau, alle, die es interessiert. ja. Ja, kann man sich auch cool matchen. Gibt es so Quizzes täglich. Voll, ja. Die ÖH-Skripten fand ich überblicksmäßig zum Reinkommen empfehlenswert, wenn dann. Die habe ich, wie gesagt, ganz am Anfang mir runtergeladen, habe die durchgearbeitet. Im Prinzip, ja, sind nicht sehr ausführlich. Also im Prinzip, ich weiß nicht genau, was würdest du dazu sagen? Ja, Es also mal ist schwer. prinzipiell größter Respekt vor Ihnen, dass Sie dieses Skript da Ja, aufgesetzt wollte haben. ich gerade sagen, dass es überhaupt das Angebot Ja. gibt, finde ich mega. Auf jeden Fall zum Einstieg, aber was ich halt wichtig finde, ist gerade für den BMS nicht nur zu lernen, sondern auch wirklich sich abzufragen. Sei es jetzt über Testsimulationen, über sich selbst abfragen, über oder halt wie jetzt im BMS-Breaker oder so, halt einfach so, also halt Fragen kreuzen. Fragen kreuzen, das wollte ich damit sagen. Ja, voll. Ist sicher extremst wichtig, das zu machen. Weil ich da kurz die Personen auch noch abholen will, weil das schon öfter kommen ist, mit dem TMS. Ich habe sogar auch den TMS geschrieben, obwohl ich gar nicht in Oh, Deutschland ich bin. auch. Voll, ja. War letztes Jahr 2 Wochen vor Aufnahmetest halt in Österreich. Für die Leute, die nicht wissen, was der TMS ist, das ist quasi ein Aufnahmetest in Deutschland, vereinfacht gesagt. Für Medizin, mit dem man sich seinen Notenschnitt halt aufbessern kann. Die Bücher würde ich nicht verwenden, weil es ganz andere Themenlagen sind. Gerade mal Textverständnis könnte ich mal vielleicht rausgreifen. Aber ich habe schon so empfunden, dass die Tests sehr unterschiedlich sind. Also man kann sie nicht gescheit auf die beiden ja, vorbereiten mit denselben Strategien, würde ich sagen. Voll, ja. Genau, die Grenzen. Also na, wie viel Prozent hattet ihr? Willst du das beantworten? Magst du drauf eingehen oder? Ja, also ist jetzt nicht so. Ich hatte, ich glaube, knapp 88%, 87%. Dazu muss ich sagen, der Test war 2020 tatsächlich um einiges leichter als in den Jahren davor. Also habe ich mir sagen lassen von vielen Leuten. Okay, ja, die Prozentfrage, ich glaube, ich habe 92,5. Ein paar zerquetschte oder irgendwie so. Aber ob er leichter war, ja, ist mir auch so vorgekommen im Gegensatz zu 2019. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob es daran liegt, dass ich halt 2019 wesentlich weniger vorbereitet war. Ich kann Also nicht sagen, ich wirklich. habe nur einmal geschrieben, nur ich hatte das Gefühl, dass ich die Testsimulation, die ich zu Hause gemacht habe, um einiges schwieriger war als im Test. Vielleicht war es auch mein Adrenalin, was hochgegangen ist. Vielleicht war es Glück. Ich weiß es nicht. Ja, vor allem, also ich würde mir da auch wieder keine Gedanken machen. Wieder jetzt schwierig, wieder einfach. Im Endeffekt ist es wurscht. Ihr müsst unter die besten 660 kommen. Also in Wien zum Beispiel. Und der Rest zählt nicht. Also natürlich, es ist immer, also auf Instagram und so, bei den verschiedenen Anbietern sieht man auch immer Top 1, Top 2, Top 10 Platzierte und Co. Im Endeffekt. Solange ihr unter den Besten seid und es unter den Cut-off-Wert schafft, ist es wurscht, welches Prozentergebnis oder welchen Platz ihr habt. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man reinkommt. Und ja, ich glaube auch nicht, dass es dann irgendeine Aussagekraft hat, wer jetzt der bessere Arzt wird. Aber sei mal nur so Ja, außer du bist schlecht in dahingestellt. Induktion, dann wirst du auf jeden Fall ein schlechter Arzt. Ja, voll. Und eben 80% der erreichbaren Punkte brauchst du circa. Ja, stimmt. Wobei in Wien letztes Jahr hat das knapp nicht gereicht mit 81. Ja, seht ihr es wieder motiviert, oder? Warum soll ich mich auf 80 konzentrieren? Konzentriert euch auf 85, 90, 95 meinetwegen. So also schaut es euch wirklich, dass ihr da die Grenze ziemlich hoch ansetzt. Also, ich weiß nicht, ich habe eine Testsimulation geschrieben.
und glaube ich 87% damals gehabt. Und ich war total, ja, irgendwie, weiß ich, schlecht drauf den restlichen Tag, weil ich mir so gedacht habe, okay, eigentlich waren blöde Fehler dabei und es hätte genauso gut in Richtung 90 gehen können. Also versucht es da wirklich nicht zufrieden zu sein. Geht es euch nicht zufrieden mit dem, wo ihr gerade seid, sondern versucht es immer besser zu werden. Und Aber genau. andererseits nochmal, lasst euch nicht abschrecken und was ich wichtig finde, vergleicht euch nicht zu sehr. Ich habe vorhin schon die Instagram-Accounts angesprochen, oder in Facebook-Gruppen. Ich war auch in WhatsApp-Gruppen drin und da waren immer die gleichen Leute, die auf jede Frage jede Antwort hatten und auch einem das Gefühl gegeben haben, oh Mann, die Leute sind alle so gut vorbereitet und ich kann das nicht. Wie soll ich besser sein als die? Ihr müsst einfach im Blick behalten, die Leute, die da schreiben, das sind vielleicht die 1%, die ganz, ganz oben sind. Aber es kommen nicht 1% der Leute rein, es kommen 10% der Leute rein. Und mein Tipp ist auf jeden Fall noch, tretet früh genug aus solchen Gruppen aus, wenn ihr merkt, dass ihr euch stresst. Es ist super für den Austausch, gerade am Anfang, wenn ihr euch noch dabei seid, euch Lernpläne zu erstellen oder welche Bücher soll ich benutzen oder so. Fand ich das wahnsinnig super. Aber je näher es zum Test ging, desto mehr habe ich gemerkt, dass das ist einfach nur noch ein Stresslevel. Und deswegen bin ich dann auch irgendwann ausgetreten und das würde ich jedem ans Herz legen, wirklich zu reflektieren, hilft mir das oder stresst mich das? Ja, weil da auch die Frage reinkommt, die vielleicht noch da schön dazu passt, ob wir eine Lerngruppe gehabt haben. Ich persönlich nicht. Ich habe ein, zwei Lernbuddies vielleicht gehabt, eher würde ich so ausdrücken, mit dem ich mich halt hier und da ausgetauscht habe, aber lerngruppenmäßig gar nicht. Bei dir? Ich hatte einen, der also einen Bekannten, auch bei mir in Deutschland eben auch, der hat allerdings den Test in Innsbruck geschrieben. Das heißt, wir waren auch keine Konkurrenten, das war ganz gut. Und wir haben uns immer so ein bisschen ausgetauscht und auch Bücher ausgetauscht und so weiter. Aber, oder haben uns gegenseitig so die Ergebnisse von unseren Testsimulationen geschickt. Aber ich hatte keine Lerngruppe. Ich bin aber auch, muss ich sagen, einfach ein Typ, der viel alleine lernt. Ich habe auch schon in meinem vorherigen Studium nie Lerngruppen gehabt und so. Also ich ziehe da persönlich nicht so viel raus, aber das ist halt auch eine Typsache, denke ich mal. Ja, voll. Also vor allem hört es halt auf euch selber. Man merkt es eh, ist man gerade zu gestresst, dann nehmt es mal ein bisschen was weg. Und wenn ihr gerade voll motiviert seid, noch am 8. am Abend, dann macht es meinetwegen länger. Also schaut wirklich, dass ihr da ein bisschen auf euch hört. Ich glaube, das war so bei uns beiden ein bisschen der Fehler da in der kompletten Vorbereitung, dass ihr da halt genau möglichst stressfrei euch vorbereiten könnt und euch nicht zu viel Gedanken macht, was kommt und was nicht kommt. Es ist ja auch nicht der Weltuntergang, wenn ihr den Test nicht schafft. Also das Leben geht trotzdem weiter, würde ich sagen. Natürlich ist es schön und es will wahrscheinlich jeder, der hier zuschaut. Aber genau, also einfach nicht festnageln, sucht euch einen gescheiten Plan B. Bei mir war Plan B in Deutschland. Voll und ansonsten irgendwas anderes in Wien, aber da wäre ich schon eng geworden, gebe ich ehrlich zu. Aber ja. Ich auch Stress genommen. Ich hatte einen Plan B. Ich war in Litauen eingeschrieben. Also ich wäre jetzt, wenn ich jetzt nicht in Wien wäre, wäre ich in Tallinn. Und genau, das hat mir auf jeden Fall einen Stress genommen, dass ich wusste, es gibt einen Plan B. Und gerade für die Leute, die vielleicht jünger sind, jetzt als ich, die können dann ja vielleicht doch das nächste Mal nochmal schreiben. Also warum nicht? Eben. Ja, man kann ja so oft schreiben, wie man will. Gebt es nicht Vorteil auf. für TMS, die man nur einmal schreiben darf. Ja. Ja, voll. Na, dranbleiben. Und genau. Was würdet ihr als Plan B empfehlen? Plan B, ja, entweder Medizin woanders. Und wenn Denn ich das, es ist ja. natürlich, glaube ich, auch eine Frage, wie, ob man sich das finanzieren kann, an eine private Uni ins Ausland zu gehen. Das ist natürlich Stimmt, ja. sehr privilegiert, wenn man sagt, man kann das machen. Kann natürlich nicht jeder. Man kann, wie gesagt, in Deutschland auch studieren, wenn man eine relativ gute Matura hat, kann man ein TMS schreiben. Oder man studiert etwas anderes, vielleicht auch so in die Richtung Medizin, sodass man vielleicht den Medathesen dann nochmal schreiben kann, aber dann nebenher schon studiert und sich die Sachen dann anrechnen lassen kann im Nachhinein. Das könnte man natürlich auch machen. Ja, Ja, oder? voll. Aber also ansonsten, ich meine, das ist natürlich auch eine schwierige Frage für uns zu beantworten, weil es auch ein bisschen auf die persönliche Interessenslage, glaube ich, einfach doch ankommt, was ich mir sonst als Plan B vorstellen kann. Aber wie gesagt, wir wollen euch da nur mit auf den Weg geben. Verrennt euch quasi nicht darin und seid dann komplett am Boden zerstört, wenn es nicht funktioniert. Sicher, man weint vielleicht ein, zwei Tage,
Aber dann geht das Leben auch weiter. Und ja, ich weiß noch, ich war auch komplett am Boden, wo es 2019 nicht hinkart hat, gebe ich auch ehrlich zu. Burschen vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass man danach sowieso zwangsläufig ja, beim Bundesheer bespaßt werden. Aber genau, also und dann einfach, let's go. Neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch ein ganz schönes Schlusswort. So, ich weiß, dass noch ganz viele Fragen da sind und es ist leider einfach nicht Zeit, darauf zu antworten. Wie gesagt, vielleicht kann gut sein, dass wir irgendwann in den nächsten Monaten nochmal einen Talk machen. Vielleicht nicht mit uns beiden, aber Mapbreaker das auf jeden Fall noch macht. Das kann gut sein, wenn da Interesse da ist. Was wir nicht vergessen dürfen, ist den Gutscheincode. Den gibt es auch noch. Hast du den gerade parat? Ja, und zwar eben prinzipiell gilt der jetzt quasi für alle, also für die ersten 10 so rum, die den einlösen, gilt er. Ich weiß nicht, sagen wir denn das so oder soll ich ihn in den Chat schreiben? Ganz kurz, dieser Gutschein gilt für entweder Intensivkurs oder Masterclass. Voll, ja, Masterclass bin ich am Samstag wieder dran mit Gedächtnis und Merkfähigkeit und Wortflüssigkeit. Das würde mich natürlich freuen, wenn man da 100% möglichst viele. sage ich nur. Bitte? 100% sage ich nur. Ja, danke. Aber da würde mich natürlich freuen, wenn wir da möglichst viele kriegen. Ansonsten werde ich den einfach jetzt droppen. Aber wir machen das so, wir schreiben das nicht in den Chat. Und Naja, zwar schreibt es es ist mündlich, ja. ja, es ist alles klein geschrieben. Okay, na, ich soll ihn doch schreiben, kriegen wir im Hintergrund, na, dann schreibe ich ihn. Okay, dann schreibe ich ihn rein. Alex schreibt gerade, dass sie ihn schreibt. Ach so, na gut, okay, ja, der. Seht das ja in den Kommentaren, der Okay. hinterlegte Mapbreaker-Account, das ist die liebe Alex, die schreibt jetzt den Code rein. Genau. Vor allem nochmal danke da im Hintergrund, dass sie da die Technik am Laufen hält, Ja, danke. weil die Linda und ich sind technisch nicht so gut dabei. Ja, Genau. freut uns, wenn es euch gefallen hat, ja. Ja, also der Gutschein ist für jetzt, weil die Frage kommt, nicht für die Bücher oder für die App, aber eben für die Masterclass oder für den Intensivkurs. Wie gesagt, die ersten 10, die ihn einlösen, wären dann 50 € Gutschein. Ja, wie gesagt. Und es sollte jetzt. Wenn ihr euch überlegt, dass ihr eh schon, dass wenn ihr es eh schon holen wolltet, ist jetzt eine gute Gelegenheit dafür. Und ja, also ich sehe gerade, die Alex hat ihn reingeschrieben. Und ja, voll. Also mich hat es voll gefreut, dass so viele dabei waren, dass so viele Fragen kamen. Wie gesagt, tut uns sehr leid, dass wir nicht alles beantworten konnten. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges erzählt. Ich hoffe, es war hilfreich. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich glaube, damals, jetzt vor einem Jahr, hätte ich mich auch gefreut über sowas, über so ein Angebot, weil, wie gesagt, ich war sehr aufgeschmissen und ich hätte mich über solche Tipps auf jeden Fall gefreut. Ja, Ja. hast du noch was zu sagen, so ein Schlusswort? Na, also wie gesagt, bleibt's dran. Schaut, dass immer positiv bleibt, wurscht, was kommt. Und dann bin ich mir sicher, dass da sehr viele von euch das auch packen werden. Wie gesagt, immer cool bleiben, motiviert bleiben, stark mental sein vor allem. Und dann let's go. Ihr schafft das. Gut. Okay, dann schönen Abend noch und ja. Passt.